die letzte Nacht mal erzählen. Ja, nachdem es halt sehr stark geregnet hat, irgendwie haben wir dann versucht, hier das Zelt ein bisschen von innen mit Plastikplan auszulegen und ein paar Decken auszulegen, dass man halt ja auch dann die Schuhe ausziehen kann, die halt völlig durchnässt waren, und dann ein bisschen barfuß hier drin sich im Zelt aufhalten kann. Also ich muss sagen, es war eine sehr ereignisreiche Nacht. Da wurden halt dann doch Leute von der Polizei geweckt, die sich dann halt auch dagegen gewehrt haben, und es ist halt auch ein sehr provozierendes Verhalten dann von der Polizei ausging. Ja, wie auch immer, also der war halt nicht deutlich irgendwie jetzt der geweckt wurde, erkennbar von der Veranstaltung, aber das hat die Polizei dann natürlich genutzt, um uns halt nochmal auf alles Mögliche hinzuweisen, versuchen durchzudrücken. Das nächste war dann, was dann polizeiliche Maßnahmen waren, dass dann die Polizei dann ein Herr Gaske oder so wohl hier ankam und dann angefangen hat zu behaupten, er könnte alles beschlagnahmen, wir dürften uns nicht lagern, also mit lagern. Ich habe nach mehreren Nachfragen dann erfahren, dass man halt tatsächlich halt nichts unter sich und den Boden legen darf, und hat halt gedroht, dass er halt alles beschlagnahmt etc. Aber hat in erster Linie halt dann erstmal Personalien von Personen aufgenommen, die wohl von einem anderen Kollegen von ihm gesteckt wurden, dass sie wohl nach seiner Aussprache gelagert haben. Ja, also das war unser, ja, zur letzten Nacht. Und ja, es gibt halt interessante Leute, es sind Leute hier vorbeigekommen, es gibt halt die Möglichkeit, dass man vielleicht Solidaritätsdemos oder Spontandemos anmeldet, also vielleicht hier auf dem Alexanderplatz, da sollte man sich mal erkundigen, am besten über die Anmeldebehörde oder wie nennt sich das? Anmeldebehörde Berlin, also halt LKA, es ist ein Teil vom LKA, sollte man sich einfach mal im Internet schlau machen. Demonstrationsanmeldungen, da kann man dann auch die Bögen und alles ausdrucken. Macht dann halt eine Eilanmeldung oder halt eine Spontan-Demo oder Solidaritätsdemo. Das heißt, das reicht, wenn man das dann auch zufaxt, wahrscheinlich sogar, wenn man nur anruft und Bescheid sagt. Ja, würde uns halt freuen, wenn da jemand dran Interesse hat, und halt mach halt einfach mal da drauf aufmerksam. Ja, weil wir haben halt schon viele Leute hier kennengelernt, die das halt sehr gut fanden oder es halt auch irgendwie ziemlich krass fanden, wie halt hier die Polizei halt einfach vorgeht und versucht halt irgendwie ein Versammlungsrecht entweder einzuschneiden oder auf seltsame Art und Weise auszulegen. Dass man halt, wir halt hier eine Versammlung haben, die halt über eine Woche geht, dass man dann halt hier nicht schlafen darf. Das heißt, ich als Verantwortlicher wurde mir gesagt, darf auf diesen Stand nicht verlassen. Bedeutet, ich müsste dann eigentlich vom 22. bis zum 26. halt permanent hier stehen, da ich ja nicht lagern darf, und auch nicht schlafen, da ich ja hier nicht schlafen darf und aber auch nicht den Stand verlassen darf, weil es ja tatsächlich so ist, dass wenn ich den Stand wohl verlasse, diese Versammlung oder Mahnwache oder wie auch immer man das nennen mag, damit dann wohl aufgelöst wäre. Ja, ansonsten. Keine Ahnung, wenn es Fragen gibt, sollte jemand jetzt fragen. Also, ja. Wer seid ihr überhaupt? Also was macht ihr hier? Was habt ihr vor? Was habt ihr vor? Was ist das? Ja. Also ich bin Analphabet. Ich Ja. habe mich interessiert. Aha, da ist ein Zelt Ja. beziehungsweise ein Pavillon. Ja. Ich habe gar nichts verstanden. Ich möchte gerne mal wissen, Ja. was ihr hier macht. Okay. Was wollt ihr eigentlich? Ja, was wollen wir? Also grundsätzlich geht es halt einfach, dass wir im öffentlichen Raum einen Raum zur Verfügung stellen, wo sich halt Leute treffen können, über gesellschaftliche Themen reden können, austauschen können, halt eben auch gesellschaftliche Probleme ansprechen können, Lösungsansätze durchdenken können oder halt auch austauschen können. Oder ja, und halt auch einfach das auf öffentlichen Plätzen halt eben
da einfach mal ein Forum für gegeben ist. Natürlich auch in Anlehnung der spanischen Revolution, also eben halt geht es auch um die Sachen, was mit der Weltwirtschaft passiert, was, ja, also da, gut, da hat jeder seine eigenen Standpunkte, also der dann in dieses Camp kommt. Und auch jeder seine eigenen Probleme, also das heißt, was vertreten wir, was wollen wir? Wir vertreten dieses Forum, also wir wollen halt ein Teil dieses Forums sein, was sich dann aber halt durch alle Menschen ergibt, die an diesem Forum teilnehmen. Ja, ich denke, das, was in Spanien passiert ist, zeigt das auch am deutlichsten. Was, ja, also es ist halt einfach auch eine Form der Protestkultur, finde ich, wo es halt nicht darum geht, stumpf, also wie auch immer, es gibt natürlich auch super Demos, die über Routen laufen, aber es geht halt uns da halt darum, dass man wirklich Zeit hat, sich zusammensetzt und nicht nur die Parolen halt nach draußen gibt, sondern halt auch eventuell halt auch hier dann Parolen entwickelt oder halt Stichpunkte entwickelt etc. Ja, also das sind wir, dass jeder, der hierher kommt, ist er selber, ja, so könnte ich es jetzt für mich umschreiben.